Ja, das dauert ein bisschen, Leute. Ich hab eine schöne Position ausgesucht. Jo, getroffen. Okay, okay. Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge Operation. Wir sind hier auf der Klippenplattform, Leute. Gönnt euch mal hier. Da habe ich ja letztes Mal gebaut und hat mir noch eine Ziege getamed. Die war unten, wenn man hier unten drin ist, unten rumgerannt. Und habe ich im Video, glaube ich, nicht mit reingenommen. Nicht mit reingeschnitten. Aber hier, die ist halt schlecht, aber habe ich oben drauf gestellt, damit sie oben noch ein bisschen Licht macht. Heute ist nämlich der Plan, Leute. Ja. Glowtail und Artefakt holen in der grünen Höhle oben. Die ist, glaube ich, hier oben links irgendwo. Also ja, ja, in meiner ersten Base davor, könnte man fast sagen. Und zwar werde ich dafür jetzt noch kurz was vorbereiten. 5 Bola, das ist vielleicht nicht ganz schlecht, falls wir angegriffen werden und doch im Nahkampf ist. Schwert haben wir da. Knicklichter haben wir auch da. Die baue ich mir jetzt einfach. Jetzt einfach geschwind teleportiere ich mich dorthin. Hier oben gucke ich noch nach, ob dort Bio-Kapsel da ist. Ravager ist auf jeden Fall dort. Genau. Urteil ist gut. Wir haben es jetzt schön hell noch. Hier darf schön leveln wieder. Also wir müssen ja irgendwo die Kryo-Kapseln hingetan haben. Hier sind zwei drin. Ich würde sagen, eine reicht, oder? Ja. Fleisch ist bestimmt noch drin. Nice, nehme ich hier mal alles mit. Ansonsten, ich nehme mal noch zwei Ziplines mit, können vielleicht nicht schaden. Und Kletterhaken habe ich unten drauf, 137er, 196er. Der hat kein Level mehr, sollte aber für diese Aktion reichen, oder? Okay, ich craft mir jetzt mal noch geschwind dort noch einen Kletterhaken extra. Hier unten. Ja, hier war gerade erstmal so eine Aktion. Ja gut, Reitanzug. Ich nehme auch die Glowsticks mit, ja, alle. Hike brauchen wir eigentlich nicht. So, Letter, Regen, geht nicht mehr, okay. Gar kein Problem. So, ich trinke noch mal hier. Ich habe gerade... Ach, okay. Das ist dabei, alles gut. Kleidungszug ist drauf. Kletterhaken haben wir dabei. Ein Stück sollte jetzt zur Not reichen. Liplines habe ich dabei. Und wir könnten jetzt rein theoretisch davor. So. Wir gehen einfach rüberbaden. Es wird uns schon nichts angreifen jetzt, ne? Es wird Mittag. Hätten wir jetzt einen Fluss gebaut, aber kam jetzt nicht in die Base rein. Hab gedacht, es bringt jetzt auch nichts wegen ein paar Meter. Und am Ende reichen die Ressourcen wieder nicht. Leute, beim letzten Video war die Tonqualität doch nicht so gut. Weil da habe ich ein paar Filter hinzugefügt in OBS. Und die haben anscheinend das Ganze schlechter gemacht. Und deswegen habe ich einen Filter wieder rausgenommen. Der war nämlich nicht so gut. Und heute soll das besser sein. Hoffe ich einfach mal. Ugh. Ich hab ein bisschen Schiss, möchte ich mir da ehrlich sagen. Kryo-Kapsel habe ich jetzt dabei, hoffe ich. Ziplines auch, dann kann ich mich zur Not rüberschließen. Dunkel ist es halt jetzt hier. Leute. Kryo sollte ja möglich sein. So, Ravager. Ich tue jetzt mal das Fleisch rübernehmen. Und pack den mal ein. So. Das ist ja dunkel. Wir müssten hier durchkriechen. In der Höhle war ich ja schon mal. So ist es ja nicht. So. Jetzt habe ich sie in meinen Rücken drin. Das ist gut. Hier aufsteigen. Fleisch rüber. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich wieder mal sagen. Okay, let's go. Grünes Licht habe ich ja. Ist natürlich ein super Lichteffekt, muss ich ehrlich sagen. Ich war ja bisher in der Höhle schon zweimal drin.
Also damals in allen Spielstand noch. Deswegen weiß ich jetzt ungefähr, wie es abläuft, aber. So, jetzt geht's gleich in die Gefahrenzone rein. Okay, die können meine Rüstung zaubern. Das weiß ich. Das bedeutet, ich ziehe jetzt geschwind Rüstung aus, damit sie mir nicht die Rüstung kaputt machen. What the fuck, wie viel Schaden macht die? Warte mal, warum macht die so viel Schaden? 133%. Warum? Okay. Das kann natürlich wieder weg, das Zeugs. Raptoren können sie abmachen, das ist ja das Problem. Da ist schon die Clawtail. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Das ist natürlich nice. Jetzt mache ich 126 Schaden, okay. Oder stürzt einfach runter. Geht natürlich auch. Hier ist nichts weiter aus dem Skorpion rechts. Gucke ich mir gleich an. Oh mein Gott. Sind. Ach du Heilige. Ja. Zwei Skorpione. Die müssen mir mal geschwind. Scheiße. Soll ich die meine Rüstung wieder an? Der ist halt schon richtig gut. Der ist richtig gut. Die sind richtig süß. 216er. 7 Ascaric-Pilze. Ich dürfte ja jetzt absteigen können. 7 Ascaric-Pilze. 7 Stück. Ich hätte natürlich auch die Samen mitnehmen können von der Z-Pflanze. Ja, das dauert ein bisschen, Leute. Ich sollte bloß nicht selber die Pilze essen. Ja, Leute, in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall vorbereiten. Und wenn wir Glück haben, oder wenn es alles so geht wie gedacht, werden wir schon in der übernächsten Folge in die Rocklake-Schlucht gehen. Vielleicht, vielleicht. Oder noch zwei Folgen, ja. Eine Folge bauen und vorbereiten und die andere Folge nochmal richtig vorbereiten und noch ein bisschen basteln und dann geht es auf jeden Fall, also wir sind sehr nah dran, es wird auf jeden Fall bald losgehen in die Rockdrake-Schlucht. Eigentlich habe ich gedacht, es dauert länger, bis ich das mache, aber ich merke, das geht relativ schnell voran. Hier ist ein Explorer-Node, den nehme ich auch gleich mit, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ja, Clawtail, ob der auch mit dem Buff kriegt, wenn er mit drauf ist. Könnte ich probieren dann. Oh, mein süßes Dingel. Du bist ein feines Ding. Ich schau mal das kleine Tierchen gleich an. Du mal das Passiv stellen, ja. Wenn wir dann oben sind. So. Was auch mehr schön ist, ein Explorer-Node, das können wir uns ja dann mal in Ruhe anschauen, beziehungsweise ihr könnt es pausieren und euch mal hier durchlesen. Jetzt geht die Action wahrscheinlich erst richtig los, weil da vorne kommt dann so eine Stelle, wo wir überkleiden müssen oder eine Zipline spannen. Ach du Scheiße. Hier sind wir schon da. Hä? Ach, das ist ein Loot, ist nur Loot, okay. Und da ist noch ein Clawtail, 40er und eine Versorgungskiste mit Chitinbrustpanzer, Blueprint und Ruschen. Auf jeden Fall ist das überragend, bedeutet ziemlich gut. Okay,
Wir spannen jetzt einfach mal die Zipline. Da hab ich jetzt richtig Schiss davor, ganz ehrlich. Jetzt mit dem Rabbit hier runterfallen. Hier ranschießen und dann drüben. Ah, okay, das ist jetzt richtig bescheuert. Das geht nur da oben ran, aber das ist ja erstmal okay. Du heilige Scheiße. Okay. Ich mach geschwind meine Rüstung nochmal. Du Scheiße, mein Gott. Ach du Scheiße. Die geht hier hoch. Eine Kargi. Ich hab dir eine schöne Position ausgesucht. Jo, getroffen. Okay, okay. Wo ist die Artrublovera? Ich mach ganz langsam voran. Da ist noch ein Clowtail. Ach du fucking Scheiße. Ich bin schon drunter gefallen, hoffe ich. Irgendwo ist ein High Level. Rüstung 208, du 233. Ich bin jetzt gerade ganz ehrlich. Dann durchdrehen sie lieber so machen hier. Und ich hau das Ding einfach weg. Das kommt rüber. Das Ding hat 200 Rüstung. Die Karge ist bestimmt High Level. 32, okay. Bitte nicht. Der Cloud ist wahrscheinlich runtergesprungen, so. Fucking Gott. Du Scheiße. Links rum oder rechts rum? Ich glaube, es wird auf selber hinaus. Hoffe ich zumindest. Guckt mal das Feeling an, Leute. Ist schon nice. Mache ich wieder an, ist besser. Nicht, dass wir unten rankommen irgendwie. Ah, okay, damit geht er rechts lang. Okay, dann ist alles gut. Du Scheiße. Wir haben dort. Ach du heilige Macaroni. Und Raptoren jede Menge. Ich muss versuchen, die so anzuschießen, dass die hier runterfallen. Okay, der ist runter. Ist jetzt alles safe? Oh mein Gott. Runtergeschubst. Okay, Leute. Wieder ein Clowtail. Mal kurz Licht aus. Hier ist nämlich schönes Tageslicht, was reinscheint. Okay. Oh nein, bitte nicht. Level 200. Moment. Ich will den Gebäude angreifen von hinten an, weil der ist mit 200, der ist richtig stark.
Wir dürfen uns nicht riskieren, dass wir jetzt hier einen Ravager verlieren. Der hat nämlich jetzt schon ordentlich Damage gemacht. Oh, Onyx sind böse Viecher. Oder? 88er. 152. Kann man Onyx zufällig bullern? Ich weiß nicht, ob der die Akku kriegt, wenn ich euer gehe. Okay. Junge, der war schwach, der war schwach. Gut, da ging auf jeden Fall gut weg. Da bin ich froh, dass da jetzt mal... Junge, mit 23 Rüstung. Onyx. Okay. Wir haben den Loot. Licht an. Und jetzt nicht wie raus hier. Wir haben auf jeden Fall geschafft, dass hier die Höhle ist relativ einfach. Dadurch, dass man Ravager rein kann, ist das Ganze nicht so schwierig, wie manch einer vielleicht denken würde. Artefakt der Tiefe. Cloudtail haben wir auch. Nice Sache, Leute. Ich packe den jetzt ein. Ach, Leute. Ich das wieder sehe. Ich bin froh, dass wir wieder am Tageslicht sind. Ist gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt auf jeden Fall einiges geschafft, Leute. Wir haben das Artefakt, das erste. Also wir haben schon mal, da können wir auf jeden Fall irgendwann einen Bosskampf machen. Zumindest ein Artefakt haben wir schon mal. Wir haben... Warte. Wir haben ein Glowtail. Den schauen wir uns gleich im blauen Biom nochmal an. Leute, guckt euch mal das kleine Tierchen an. Wie süß das Ding ist. Guckt euch an. Richtig kleines, süßes Ding. Cloudtail, die mochte ich immer richtig sehr. Der scheiß Code immer. Die packen aber auch rum, wie sie wollen. Ja. Jetzt geht's zurück. Ja, Leute. Wir sind jetzt wieder hier. Endlich da. Ach, Leute. Es ist auf jeden Fall mal gut, wenn man mal eine Auszeit hat und nicht immer nur in diesem blauen Biom ist, weil irgendwann kriegt man hier, einen Blaustich, mehr oder weniger. Ja. Den Cloudtail tue ich jetzt erstmal mit hierher werden, damit er erstmal ein bisschen Buff hat und ein bisschen schneller levelt. Die Ziege, die ist jetzt hier. Wir werden den Cloudtail auf jeden Fall bald auch nutzen als Haupttier. Schultertier. So, die Kiste, die tue ich mal einfach als... ich mache noch eine extra Kiste. Jetzt tue ich einfach mal die komplette Rüstung rein. So, das Zeug noch dazu. Und auch die Artefakte, würde ich sagen, tue ich auch mit hier rein. Die Dinger kommen auch mit rein. Wobei, die tue ich mal lieber extra. Aber Leute, wir haben jetzt hier Artefakt der Tiefe. Ich bin richtig froh, dass das so gut funktioniert hat. Dass das Zeug nicht irgendwie gestorben ist dabei. Der kleine Cloudtail, der levelt jetzt auch ein bisschen schneller, hoffe ich irgendwie. Und wir haben es mehr oder weniger geschafft jetzt hier. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen bauen. Wir bauen ein bisschen einfach weiter. Und danach in der nächsten Folge, also in der übernächsten, werden wir vermutlich vorbereiten für die Rockdrake-Schlucht. Dann geht es ins rote Biom und wir holen uns in Rockdrake ein. Daraufhin würde ich jetzt sagen, mal schauen, wie das Ganze wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao, meine Freunde.